Tjo, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadionvlog von mir. Jetzt geht's ab in die Schweiz. Schweizer Liga beginnt heute. Heute spielt der St. Gallen versus FC Basel. Ja, gestern noch die Tickets gebucht, auf spontan. Einfach weil ich Bock habe, einfach weil ich Lust habe, weil es mir Spaß macht. Kaffee, wichtig und richtig. Kaffee und Snack. Mein Zug ist auch da. Schwarzwaldbahn, here we go. Was ist hier los? Alles voll, das gibt's doch nicht. Hab mich einfach in der ersten Klasse gesetzt, weil einfach zu voll. Inter Miami hat seit über 2 Monaten kein Spiel in der MLS gewonnen. Und heute Nacht hat Messi sein Debüt gegeben und ein Freistoßtor 2:1 gemacht. Und Inter Miami gewinnt wegen Messi. Konstanz am Bodensee. Ein kurzer Zwischenstopp hier, bevor mein Zug kommt. Guck mal, was haben wir hier? Straßenmusiker. Oh, wow. Wetter auch top. Stadtplan von Konstanz. Hier sind wir. Gleich hier ist der Bodensee. Schauen wir uns das mal an. Das war eine der schönsten Zugstrecken bis hierhin. Durch Schluchten, Täler, Seen. Live-Musik, herrlich. Und gleich da vor mir ist der See. Wow, was für ein schöner Vibe. Dieses Schiff kommt gerade aus Österreich. Kleiner Funfact. Dieser Bodensee teilen 3 Länder. Österreich, da vorne ist Österreich. Schweiz, da hinten. Und Deutschland, hier. Hier sieht man das schon besser. Hier ist Konstanz, da sind wir. Gleich ganz vorne, da ist Österreich. Sieht man auch. Da ganz hinten. Und da ist Schweiz, St. Gallen. Da gehen wir später hin. Fußball schauen. Also von Konstanz nach St. Gallen, halbe Stunde Zugfahrt, auf entspannt. Das hier ist Europa, Baby. Österreich. Ich könnte jetzt theoretisch nach Österreich gehen, aber nein. Heute habe ich mich für Schweiz entschieden. Ein Wahrzeichen für Konstanz. Und ein wenig außerhalb von der Stadt. Irgendwo da hinten gibt es sehr viele schöne Strände. Einfach mal ins Wasser schwimmen, tauchen. Oh, geil, Alter, ich habe so Bock. Es ist einfach unvorstellbar schön. Auf der Kamera sieht es nicht so krass aus, aber in echt ist dieser See gigantisch, der größte See in Deutschland. Schaut euch das an. Wow. Ich würde auch so gerne auf dem Boot sitzen und einfach rumcruisen. Instagram-Story muss, weil es einfach so schön ist. Das nenne ich Vibe. Pizza essen mit der Aussicht. So macht man das. Ah, oh, was sehe ich da oben? Ein Zeppelin. Was für tolle Aufnahmen. Ein Schiff und da oben ein Zeppelin. Jetzt laufen wir eine Runde durch die Altstadt von Konstanz und es gibt hier sehr viele kleine Gassen, Cafés und Bars. Finde ich richtig nice. Und neben all den Gassen gibt es natürlich auch eine Shoppingstraße mit ganz vielen Läden. Und das hier ist wirklich was Besonderes. Schaut euch diese Architektur an. Wahnsinn, ne? Hier gibt es Straßenmusiker ohne Ende. Diese Stadt hat einen ganz eigenen Flair. Was mir aufgefallen ist, es gibt hier sehr viele Konditoren. Wirklich sehr viele Feinschmeckergerichte. Finde ich richtig geil. Und da haben wir noch einen. Nice. Herrlich. Diese Stadt hat mich gecatcht. Die Menschen, die hier leben. Jackpot. Jetzt hier noch einen Kaffee und Kuchen snacken und dann geht's ab in die Schweiz. Schokokuchen und Kaffee mit der Aussicht. Naja, am See wäre doch besser gewesen, ne? Ich Idiot. Schade, dass der FC Konstanz nicht in einer Profiliga ist. Sie spielen in der Südbadischer Fußballverband. Wären sie in der zweiten Liga oder so, gäbe es hier richtig viele geile Auswärtsfahrten. Genug von Konstanz. Jetzt gehen wir in die Schweiz nach St. Gallen. Ich muss sagen, St. Gallen versus Basel ist einer der Top-Spiele in der Schweiz. Bevor es in die Schweiz geht, noch eine Show. Naja, geil. Was für ein Kack. Ja, die haben es auch. Bro, der killt alles, Alter. Nice, nice. Was richtig krank ist, nach dem Spiel gibt es keine Züge von St. Gallen zu mir nach Hause, sondern ich muss einen riesen Umweg machen. Von dort nach Zürich umsteigen, Zürich nach Baden-Baden und da. Also wirklich ein großer Umweg, weil ab 20 Uhr fahren keine Züge direkt nach Deutschland von dort aus. Finde ich scheiße. Deutsche Bahn, danke. Mein Zug ist da und diese Züge aus der Schweiz sehen einfach viel hochwertiger aus als die von der Deutschen Bahn. Alter, schaut euch das an. Das ist so sauber, so schön, so kühl, einfach herrlich. Und die Sitze sind auch in Ordnung. Wow, wirklich, Deutsche Bahn ist einfach Schmutz, wenn ich das hier anschaue. Das finde ich klasse, seht ihr das? Du kannst einfach mit der Gruppe hier kommen, sitzen. Alter, geil. Ich habe einfach keine Worte.
Das ist ein Zug. Der fährt mich jetzt in die Schweiz. Ha, wie ein Wohnzimmer. Alter, deutscher Mann, warum bist du nur so schmutzig? Servus, St. Gallen. Um 18 Uhr ist Anpfiff. Das heißt, noch 2 Stunden, ein bisschen chillen. Erster St. Gallen-Fan getroffen. Was ist dein Prediction für heute? Also ich denke, heute gibt es ein knackiges 3:1 für St. Gallen. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen. Ja, das ist hoffe eine ich wichtige auch. Saison. Ja. Genau. Der St. Gallen wurde zuletzt im Jahr 2000 Meister. Ja, genau. Ist lange her. Ist lange her. Ist lange wird man irgendwann Zeit? Ja. Die letzten Jahre waren wir immer so ein bisschen knapp dran. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass es wirklich dieses Vollgas, Jahr Vollgas, Vollgas. Genau, ja. Der Nette hier hat mir die Stadt gezeigt. Willkommen am Roten Platz in St. Gallen. Ein sehr bekannter Platz hier. Wow. Richtig geil. Habe ich auch noch nie gesehen. Der liebe Bastian hat mir eine kleine Tour gegeben. Hey, mega, hä? Ist richtig geil. Danke, Mann. Kommt nach St. Gallen, es ist sehr schön hier. Das hier ist die Stadtmitte in St. Gallen. Ah ja, hat auch was. Nice. Nicht so krass wie Konstanz, aber ja, wow. Okay, okay, das hat schon was, ne? Oh, was sehe ich denn da? Der Dom. Es hat hier auch viele geile Gassen. Der Dom sieht auch richtig mächtig aus. Da ist die nächste Gasse mit ganz vielen Cafés und Bars. Ja. Hat was, Mann, ehrlich. Und diese Architektur hier überall. Magnifik, hier kann man schön picknicken. Wahnsinn. Wahnsinn. Schauen wir uns mal den Dom an. Gigantisch. Hier kann man beichten. Beichtstuhl, wie im Film. So, gehen wir wieder raus. Boah, geil. Krass, guck mal. Ein Bus fährt mit Strom. Da oben saugen sie den Strom auf. Man merkt einfach, Schweiz ist eine der wohlhabendsten Länder der Welt. Hier ein Standard-Hackfleisch-Döner. Dürüm 11 Franken. In Deutschland kriegst du für 8 Euro in Berlin einen Luxusdöner. Boah, shit. Das Leben hier ist auch teuer. Also für uns aus Deutschland, klar. Ich habe gerade so richtig Hunger. Aber ich habe keine Zeit, was Großartiges zu essen. Ich muss schnell so einen Superladen, mir Croissant oder sowas snacken. Oh yeah, Mikros, das Schweizer Edeka. Sieht gut aus. Sauber. Man kann hier große Pizza Margherita kaufen. Haha, dein Mann. In Mikros gab's nichts Gescheites, jetzt geht hier rein. Coop City. Ah ja, erster Eindruck, das ist schon viel besser als Mikros hier. Hab mich dann doch für eine Bäckerei entschieden. Da sieht doch mal saftig aus. Brot mit Raclette, Käse und Tomaten. Das ist echter Hammer. Sie hat es noch in den Backofen reingemacht. Es ist schön warm. Käse leicht angeschmolzen, schon schön würzig, fruchtig. Oh, geil, Digga. Das ist richtiger Schweizer Käse. So, genug von St. Gallen. Jetzt gehen wir ins Stadion. Da ist mein Bus. Die Busse hier in der Schweiz, auch sehr nice. Schaut euch diese Fenster an. Ganz groß, kommt ordentlich Licht rein. Gefällt mir. Ich bin gerade aus dem Bus ausgestiegen. Und was haben wir für uns? Das Stadion. Richtig geil. Und hier kann man sogar einkaufen. Coop, Aldi, gleich neben das Stadion. Oh, und hier wird gegrillt. Bratwürste. Nice. Hier kann man sich anstellen für Getränke. Bratwurst 57, Getränke 5. Ja. Ordentlich. Hier ist Fanshop von St. Gallen. In dem Stadion hier passen 19.000 Leute rein. Das haben sie schon echt schön gemacht. Du kommst hier Treppe hoch und schaut euch das an. Graffiti, Graffiti. Da sind wir. Sieht ein bisschen aus wie das Bochumer Stadion. War geil. Hat was. Und gleich neben das Stadion sieht man die wunderschöne schweizerische Landschaft. Oh, Maskottchen. Geil. So sehen die Trikots von St. Gallen aus. Grün, weiß. Die Taschen hier, die werden gar nicht kontrolliert. Man kann hier einfach durch. Fertig. Guck mal. Einfach durch ohne Kontrolle. Hier kann man sich Hotdog holen, Würste, Pommes, Burger. Ein Burger, 59. So, bin drinnen. Mein ersten Eindruck einfange. Ein kleines Stadion, aber fein. 19.000. Da ist die Kurve. Und da der Gästeblock. Naja, geht, geht, das war's schon. Geil. Mein Platz für heute
Genau hier. Wow, was für eine tolle Sicht. Mal gucken, wie die Qualitäten sind. Und oh mein Gott, zweiter Versuch. Schade, noch ein Versuch. Und oh mein Gott. Und wieder. Doch. Ja, kann passieren nach so einer langen Pause. Basler macht eine super Stimmung beim Umwärmen. Boah. Geil, Digga. Ich hab Bock. Block komplett voll. Gleich da vorne FCB, eine Choreo. Richtig geil gemacht. Und die Kurve von St. Gallen heißt Espen Block. Wusste ich gar nicht. Jetzt weiß ich. Basel hat Bock, der Gästeblock brennt. Die Schweizer Liga hat begonnen. Ja. Außen Pfosten. Wir haben gerade 5 Minuten gespielt. Es geht ab. Schaut euch an, wie nah ich bin. Das ist ja der Knaller. Auf St. Gallen! Auf St. Gallen! Aber noch steht es 0:0. Dieses Stadion sieht so aus wie das Stadion von Union Berlin. Wie die alte Försterei. So ähnlich. Oder? Ja, dieses Stadion ist teilweise regengeschützt. Boah, sehr stark. Und, boah. Ja! 38. Minute, 1-0, St. Gallen. Ein Heli fliegt über das Stadion. Gott sei Dank geht die Sonne so langsam runter. Zu heiß. Oh, super Pass. Boah. Mein Gott. 45. Minute. 1-1, abgefälscht. Wow. 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 Aus der Perspektive dieses Tor zu sehen, wirklich krass. Halbzeit 1-1. Ich freue mich auf die zweite Hälfte. Wow. Sehr stark von Nummer 4. Let's go!
Rein Elfer. Weiter geht's. Für mich der beste Spieler bei St. Gallen. Schmidt, 33. Oh mein Gott. So sieht das hier aus, wenn jemand einen aus dem Weg schiebt jetzt. Mann Schmidt. Der hat mir echt gefallen. Aber ich muss schon sagen, der Gast wird es sehr geil gestaltet mit diesem FCB da oben. Die armen Auswärtsfans, die Sonne knallt und knallt drauf. Und das seit über 90 Minuten. Kontermöglichkeit. Witzig. Oh, super, super. Sehr gut. Für mich war er der beste Spieler für Basel. Thomas, Nummer 4, hat eine Bierdusche gekriegt, Alter. Der Arme. Dieser Block fiebert mit, aber sowas von. Obwohl St. Gallen in der Überzahl ist, machen sie nichts daraus. Noch 6 Minuten spielen und dann ist es vorbei.
Geil. Was für ein unterhaltsames Lied. Die Kurve hat schon Power. Trotz Niederlage, was für ein Support. Genau so soll das sein. Was für ein geiler Tag. Ich muss jetzt los nach Zürich und dann von dort aus nach Hause. Deutsche Bahn, danke. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.